Wir werden die Kopf-nach-unten-Generation genannt. Das ist die Position, die wir einnehmen, wenn wir unser Smartphone benutzen. Also Kopf runter, Schultern hängen lassen und dann angestrengt auf das zu kleine Display schauen. Ganz konzentriert. Wir sind so süchtig nach unseren Handys, dass uns die Folgen noch nicht mal auffallen. Unsere Handysucht lässt sich auch einfach im Film beobachten. Schau dich in jedem Office um. Du hast ja die ältere Generation. Die hat meistens ihr Smartphone neben dem Computer liegen, wenn überhaupt. Und dann hast du die jüngere Generation, die ihr Smartphone mit dem Display nach oben vor der Tastatur liegen hat und noch zwischen den Armen, und dann geht das meistens so. Aber Smartphones beeinflussen nicht nur unser Verhalten, sondern auch das unserer Mitmenschen. Denn die reagieren ganz unterbewusst auf unser Verhalten. Folgende Situation: Ich unterhalte mich mit dir. Und gleichzeitig halte ich aber auch mein Handy in der Hand. Glaubst du, dass du in diesem Moment das Wichtigste für mich bist? Nein, das tust du nicht. Denn das ist die unterbewusste Reaktion darauf, die wir haben, wenn andere in unserer Gegenwart ihr Handy benutzen. Wenn wir unser Handy in der Hand haben, fühlen sich unsere Mitmenschen weniger wichtig. Wenn wir zum Beispiel essen gehen mit Freunden, Familien, Kollegen und wir unser Handy auf den Tisch legen, teilen wir in diesem Moment jedem im Raum mit, dass sie nicht so wichtig für uns sind. Auf jeden Fall nicht so wichtig wie unser Handy offensichtlich. Und ganz nebenbei, das Handy mit dem Display nach unten hinzulegen, ist nicht wirklich besser. Wir sind so süchtig nach unseren Handys und verleiten dazu auch noch andere, ihre Handys zu benutzen. Laufen zum Beispiel die Straße entlang, Person neben dir holt ihr Handy raus. Fühlst du dich dann, naja, irgendwie doof? Und was tust du dann? Du holst auch dein Handy raus. Wir sind so süchtig, wenn wir zu zweit im Restaurant sind und unser Gegenüber auf Toilette geht, was tun wir dann? Wir holen unser Handy raus. Unvorstellbar, mal 5 Minuten einfach nur den Raum zu betrachten. Wann haben wir verlernt, mal einfach nichts zu tun? Warum ist es uns so unangenehm, mal ein paar Minuten nichts zu tun? Schlimm genug, dass wir erwachsenen Menschen solche Signale geben. Doch jetzt beschweren sich sogar unsere Kinder, dass die Eltern ihnen zu wenig Aufmerksamkeit schenken und sich zu viel mit ihren Handys beschäftigen. In Hamburg sind Grundschüler auf die Straße gegangen, um gegen die Smartphone-Sucht ihrer Eltern zu demonstrieren. Mit dem Motto: Spielt mit mir, nicht mit euren Handys. Wie traurig ist das denn? Wir sind so süchtig, dabei kennen wir doch alle die Folgen von übermäßiger Smartphone-Nutzung. Eine intensive Smartphone-Nutzung kann dich sowohl psychisch als auch körperlich krank machen. Wir sind anfälliger für Depressionen, unser Selbstbewusstsein wird geschwächt und unsere Haltung verändert sich. Dabei ist es unsere Haltung, die auch häufig unsere Stimmung bestimmt. Die Kopf-nach-unten-Haltung imitiert die Haltung, die wir normalerweise bei Trauer und Depressionen einnehmen. Dann ist es doch kein Wunder, dass wir häufiger traurig und deprimiert sind. Handysucht ist eine Abhängigkeit und kann genauso süchtig machen wie zum Beispiel Alkohol. Die Betroffenen verfallen dann zum Beispiel in Panik, wenn sie ihr Handy nicht dabei haben oder wenn der Akku leer ist. Wir müssen aufwachen, speziell zur Weihnachtszeit, wenn du die Chance hast, Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen. Leg das Handy weg, wenn du es nicht unbedingt brauchst. Pflegt eure realen Beziehungen anstatt eure virtuellen. Lasst andere Menschen wissen, dass sie dir wichtiger sind als dein Handy, indem du es einfach mal in der Tasche lässt.